So, willkommen zurück zu Pokémon Diamant. Oh yeah. Im letzten Part haben wir uns den Weiterorden von Sylvana geholt und haben Zerschneider erhalten. Ne, Zerschneider haben wir davor erhalten, aber sind dann hier vom Gebäude stehen geblieben. Uns ist ja aufgefallen, dass der Fahrrad-Heini fehlt. Und da möchte ich doch mal unbedingt nachgucken, warum er nicht da ist. Ja, guck, er hat vom Fahrradladenbesitzer geredet. Tick, zack. Ich möchte nicht mit denen gemeinsam kämpfen, ich fordere die einzeln raus. Dann sind die weniger gefährlich. Könnte ich mit beiden Attacken, mit beiden Pokémon ein einzelnes von mir angreifen. Sind natürlich relativ schwach gegenüber der Arena drin, aber gut. Level up für Goku. Oh ja. Charmian. Charmian ist Typ Unlicht. Okay. Kann wieder ein längerer Part werden. Muss ich auch nach den Part auf den Weg machen. Ich hoffe, ich kriege es noch fertig gerendert. Ja, sollte klappen. Hui! Hat bis noch ein Kind! Ja, und? Ist eine Pokémon für ein erstaunliches Unterfangen. Deine Einmischung wird nicht toleriert. Okay. Wampel. Oh mein Gott. Ich hätte auch gerne einen Wampel. Aber ich habe ja schon gesagt, wie schon im ewig weit. Erwähnt, hätte ich ein Level 8er benötigt, damit es sich auf mal entwickeln kann. Und mit 10 dann die spezielle Attacke erlernt, die es dann erhält, sobald es der höchste Stufe ist. Ja, ich wechsle mal. Los, Daisy. Ich möchte mal sehen, wie du mit Konfusion kreist. Hey, Anton. Zack. Konfusion. Tidding. Oh. Das heißt, Ben hätte den Typ Gift. Und scheinbar ist es doch nur Käfer. Oder es wird neutralisiert, weil es Käfergift ist. Nicht so wichtig. Ihr wollt alle nicht kämpfen, ne? Oh. Doch. Mensch. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr alle kämpfen wollt. Vielleicht doch einige nur. Oh, Wampel. Ich verstehe, es ist das Häuserprinzip. Mehrere Trainer hintereinander besiegen könnte. Man muss es ja nicht, man kann ja rausgehen und sich heilen. Aber wenn ich mehrere Trainer hintereinander besiegen könnte, dann sind sie alle schwach. Damit man nicht zu sehr geschwächt wird. Sobald man zum Teamleader geht. Genau. Deswegen, ja. Flammenrad und so. Flammenrad of Doom. Okay, es wollen doch nicht alle kämpfen.
Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe ja seinen Trainer abgenommen. Geklaut. Keine Ahnung, was da stand. Galactic-Chaloco. Solche schwächlichen Pokémon klaut ihr euch. Oh, Level 15. Das ist auch ein einzelnes Pokémon. Von daher ist es durchaus, ja. Ist ja bekannt. Wenn die mehrere Pokémon haben, dann sind die schwächer. Wenn die ein Pokémon haben, ist es ein bisschen stärker, aber trotzdem leicht zu besiegen. Das gefällt mir gerade nicht, dass der Spezialangriff und Angriff gleich. Obwohl, für später vielleicht gar nicht so verkehrt. Je nachdem, welche Attacken ich Anton beibringe. Ich fahre schon an, in Energieform. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon einreichen und als Energiequelle nutzen. Okay. Ach nee. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute uns ihre Pokémon spenden. Bitteschön. Von mir kriegt ihr nix. Außer das Maui. Nein. Oh, okay. Los, Goku. Das hat schon dein Level ab. Sieht nicht besonders gefährlich aus im Gebäude. Vielleicht kann ich hier noch ein paar Items abstauben. Chaloco, ja. Okay, Starshine, du bist dran. Ist natürlich schön, dass wenigstens mein Dreier-Team gleichmäßig Level Up bekommt. Er hat der unglaubliche Angriffswert eines defensiven Pokémon. Vielleicht hat das ja 12 Angriff oder so. Zu bad. Das Spiel ist einfach so langsam, ne? So ungewohnt. Ich spiele ja abends immer Pokémon Schwarz oder Pokémon Omega Rubin. Alpha Sabine meine ich. Und das läuft so viel schneller alles. Wenn ich den hier aufnehme. Das war ungewohnt. Ohne Fragen. Ohne Fragen die Operation ausführen, das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Weltordnung, die unser Boss einleiten soll. Wird. Quasi das Barney Stinson-Prinzip. Einfach ja sagen. Ah, das ist eine harte Schale. Aber sollte kein Problem sein, weil Kadabra hat so gut wie keinen Verteidigungspunkte. Und ich greife mit einem Step physischen Step-Move an, also. Geschichte. Zack. Da kommst du nicht davon. Doch. Zack. Treppe hoch. Ach, das war's schon. Das kommt hier mit mehreren Eingängen. Treppen aufstiegen oder so. Kann ich sie von hinten an Lava? Wolltest du etwas? Ach, wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien? Ja klar. Als ob ich das erlauben würde. Commander Jupiter. Goku, los! Oh, es könnte schon Flügelschlag haben. Ah, ist noch nicht schneller als wir, das ist erstaunlich. Eigentlich müsste Zubat schneller sein. Aber es hat Flügelschlag, ja. Ja, sehr gefährlich für mich, aber. Sie verwenden keine Heilung, das ist schon mal gut.
Wir haben jetzt hier Ali Platin sowie in der Playlist formal in einer Videobeschreibung. Hätte sie einen Trank eingesetzt. Das wäre nicht so schön gewesen. Skunk-Tank. Aber ich weiß mal nicht. Skunk-Tank. Nur Gift oder Gift und Licht? Ich kämpfe weiter. Skunk-Tank. Ah, Gift und Licht. Tempo-Heap. Okay, es hat auf jeden Fall eine hohe Verteidigung. Nachthieb ist eine sehr starke Attacke schon. Verhältnismäßig. Wow. Supertrank. Oh, mein letzter Supertrank. Muss mal welche einkaufen. Wenn wir raus sind. Starschein, du bist dran. Oh, shit. Los, Daisy, streng dich an. Du musst die Rutenschlag einsetzen. Aquaknabe. Ja, ich muss einfach weiter angreifen. Und Daisy so gesehen opfern. Okay. Setz mal Kratzer ein. Hey, habe ich ja Glück. Die zwei guten Schläge haben schon gereicht. Jo, sogar noch ein Falltreffer. Aufgeknallt, sehr schön. Glück gehabt. Gokorat Level 22. Plus 0 Angriff, das ist hart. Und Level 21 für Daisy. Aquarelle wäre jetzt nicht schlecht. Was hat er erst Konfusion gelernt? Ey, kennt ihr dagegen, meine Antlosigkeit war knallhart. Boah. Ha, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts, unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Was hat die Energie der Windkraftwerks gespeichert? Sind wir fertig, aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Der Macht der mythischen Pokémon wird er ganz Sinne beherrschen. Also kommt ihm gerade nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Ich habe mein Pipi zurück und das allein dein Verdienst. Aber dieses Team Galactic. Sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum. Her damit! Was für eine krude Logik. Es kommt selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg. Vielen Dank. Schau doch in mein Fahrradgeschäft vorbei. Wenn du in der Nähe bist, ja? Okay. Ja, komm, dann schon wieder auch noch easy. Zack. Check. Gehen wir zum Pokémon-Markt. Hallo! Trank. Super Tränke. Könnte ich 30 Stück von kaufen, fast. Kaufen wir mal. 15. Tschüss, Mann. Hallo! Verkaufen. Kraftreserve könnte interessant werden. Kann ich hier kaufen? Oh, Netzball. Ja, wir haben schon Wasser-Pokémon. Ne. Keine Turbobälle. Kein Fahnder mit mir.
Nochmal ins Pokémon Center. Yes. Zack. Danke, dann machen wir wieder topfit. Komm bald wieder. Alles klar. Ich weiß ja, wo der Fahrradarm ist. Das ist nämlich direkt hier. Danke, dass du mich gerettet hast. Lass mich dir etwas schenken. Das allerneueste Fahrradmodell, bitte nimm es. Ich bestehe drauf. Ja. Das ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Drücke B-Knopf, um die Gänge zu wechseln. Lessinger, bist du nicht so schnell, aber du kannst alles unter Kontrolle. So ein Gang ist die Steuerung schwieriger, aber du bist sicher sehr schnell. Okay. Das ist das erste Item, was wir festlegen können. Well, Register. Ja. Yeah. Ich fahr lieber schnell. Wir könnten, glaube ich, schon... Warte. Können wir... Was ist denn hier unten? Aber ich möchte noch nicht lang... Was ist denn hier rechts, Mann? Warte mal, guck mal, was hier rechts ist. Kleinstein, okay. So, ich dachte auch ein Trainer. Ich möchte ihn nur kurz besiegen. Zack. Kiri. Beliza. Ich könnte mir jetzt ein stärkeres fangen. Oh, komm. Ja, yeah, Pokéball. Ich möchte auf die Karte gucken. Was wäre denn rechts? Karte. Rechts ist Leises. Da kommen wir noch nicht hin. Wir müssen nach Herzofen. Das heißt, wir könnten nur hier rechts ein paar Trainer platt machen. Also wir gehen im nächsten Part dann erstmal nach rechts und besiegen dort die Trainer und werden auch kurz in den Tunnel reingucken und ja, dann mal schauen, ob man vielleicht ein neues Pokémon bekommt. Ich hätte nämlich eins im Sinn, was ich auch im Pokémon Bloody Platin benutzt habe. Die Plays dazu findet ihr, wie schon erwähnt, in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Pokémon Diamant. Ciao.